Willkommen zu einem Euro-Chart-Check, der es, ja, muss ich sagen, in sich hat. Plötzlich kommt die Marke von 1,15 auf der Uhr. Wir hatten gestern noch gesprochen, kurz die Frage gehabt, ob es der Euro gestern schafft, die 1,14 zu knacken. Jetzt können wir es sagen. Er hat es tatsächlich auch geschafft. Also, ja, gut zu sehen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht es denn hier weiter? Wo sind charttechnische Marker? Und das ist das, was wir uns gleich im Detail hier in den tickenden Charts anschauen. Diejenigen, die schon in den Blog geschaut haben, die wissen natürlich schon, was wir für Marker auf der Oberseite haben. Gold ist momentan auch relativ interessant innerhalb der Korrektur. Und wir schauen auf das Währungspaar Neuseeland-Dollar-Kan-Dollar. Diese Tage gibt es irgendwie immer mal wieder interessante Chartsituationen mit dem Kan-Dollar, Thema Petrowährung, wobei ich bin mir da noch nicht so sicher, wie das ganze Bild am Ende ausgeht, Thema Öl. Gestern haben wir ja steigende API, eine deutliche Abnahme der APIs gesehen, trotzdem kommt nicht so richtig Kaufdruck in den Markt rein. Also das gesamte Bild ist ein bisschen strange, gerade beim Öl momentan, hängt auch ein bisschen wahrscheinlich damit zusammen, Nachfrageentwicklung in den USA, ich weiß es nicht genau, ich kann mir daraus noch kein so richtig rundes Bild machen. Aber auf alle Fälle API mal kräftig zurückgegangen, die Bestände dort, und das könnte natürlich heute, wenn das Ganze bestätigt wird, dafür sorgen, dass das Brent beispielsweise doch oben rausgeht und die Kurslücke um die 45 oben zumacht. Das wird sich zeigen. Schauen wir mal, was da so kommt. Aktuell noch kein so richtiger Druck oben auf dem Markt nach den Zahlen von gestern. Es bleibt aber auf alle Fälle auch mit Blick auf den Ölmarkt interessant. Also das dazu. Danke auch für die lieben guten Morgengrüße. Das freut mich sehr. Und wie immer auch an dieser Stelle die Einladung, wer einen Wunschmarkt hat, einfach rein in die Chats hier bei uns auf Facebook und auch auf Zoom. Wir übertragen das Ganze ja seit ein paar Tagen hier via Zoom, sind quasi geswitcht. Nichtsdestotrotz, die Daten kommen rüber. Wir schauen auf den Risikohinweis. Ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir zu den heutigen Nachrichten. Die Bank of Japan hat den Zinsentscheid gebracht. Na gut, da gab es jetzt keine Überraschung. An der Währung hat es auch nicht wirklich viel bewegt. Da ist nicht wirklich Bewegung drinnen. Wir haben die Verbraucherpreise gesehen in Großbritannien. Haben wir um 8 Uhr bekommen. Hier leicht grüne Zahlen. Ja, das heißt, wir haben hier leicht steigende Kurse, nein, nicht steigende Kurse, eine leicht steigende Preistendenz, aber alles sowas von niedrig. Wir sind hier aktuell der Verbraucherpreisindex VPI, wir sehen es aufs Jahr gesehen mit dem Juni bei einem Plus von 0,6%. Was wartet heute noch auf uns? Wir sehen es, das meiste kommt am Nachmittag aus den USA, beziehungsweise am Abend aus den USA. Wir kriegen hier, ich starte einfach mal durch in der Reihenfolge, um 14.30 Uhr die Export- und Importpreise. Wir bekommen den New York State, den New York Empire State Herstellungsindex. Wir bekommen um 14:45 Informationen zur Industrieproduktion und dann gibt es um 16.30 Uhr die Rohöllagerbestände. Das ist das einzige heute hier mit drei Sternchen und das wird den Ölmarkt, denke ich mal, doch gut beeinflussen können an dieser Stelle. Ansonsten heute Abend 20 Uhr, Bischburg. Ich sage es an dieser Stelle immer wieder und wir haben ja hier mittlerweile auch die Gewohnheit, dass in den Wochen, wo das Bischburg kommt, immer wieder auch freitags das Hauptthema ist. Wir schauen rein, wie geht es der großen Volkswirtschaft, den USA, wo sind die Sorgen, wo sind die Hoffnungen, welche Optionen gibt es. Die Fed liest dieses Buch ja auch in wichtiger Weise für ihre Entscheidung und das sollten wir als private Trader an dieser Stelle auch machen. Deswegen kleine Programmänderung hier. Ich hatte ja zuerst avisiert, dass wir am Freitag nochmal über das Thema Schulterkopf-Schulterformationen sprechen. Ich hatte da ein interessantes Gespräch dazu und ich möchte diese Formationen gerne nochmal erklären, weil ich gemerkt habe aus diesem Gespräch, dass bestimmte Sachen einfach wichtig sind zu verstehen. Deswegen gehen wir darauf ein, machen wir nächste Woche. Diese Woche ist es wichtiger, auf die fundamentale Datenlage zu schauen, um das Ganze hier zu sehen.
was bei rauskommt, wobei ich befürchte, dass das Thema, was wir momentan durch Corona sehen, gerade auch in Kalifornien, ich meine, da leben 39, knapp 40 Millionen Leute. Vergleich das mal bitte mit Deutschland. Wenn die plötzlich wieder in kompletten Lockdown gehen, das hat eine Auswirkung und das kann einfach nicht sein, dass das null Auswirkung hat. Gerade auch auf den Konsum, beziehungsweise beispielsweise auch auf den Energiebedarf und das zieht sich halt durch gewisse Branchen auch immer wieder durch und deswegen. Deswegen wird es mich nicht wundern, wenn wir hier einen Impact zur Unterseite sehen. Muss man mal schauen, was kommt. Wir blicken rein. Das Ganze, wie schon gesagt, heute Abend, wer es sich anschauen will, ab 20 Uhr gibt es das Ganze auf dem Board der US-Seiten. Wir machen das Ganze in Deutsch am Freitag. Das sind die Nachrichten für heute. Und da sehe ich auch noch den ersten Wunschmarkt oder schon den ersten Wunschmarkt. Ich soll mal schauen auf Euro, japanischen Yen. Das machen wir selbstverständlich sehr, sehr gern. Wir schauen zunächst allerdings in die Charts rein. Euro, US-Dollar, Gold, Neuseeland-Dollar, Kan-Dollar sind in der Agenda für die Handelsideen. Den DAX möchte ich nicht außen vor lassen. Hier gab es gestern, muss man sagen, schönen Zuwachs. Wir sehen es an dieser Kerze hier. Heute ein Aufwärtsgap. Wir sehen es hier oben ran und der Markt schnüffelt wieder oben an der 12.900-Punkte-Marke. Naja, wobei schnüffeln ein bisschen übertrieben ist. Aktuell stehen wir bei 12.831, aber im Tageshoch standen wir, jetzt muss ich selber mal kurz illern hier, 12.883. Das war die Marke, die wir hier oben gesehen haben. Also, es geht so langsam Stück für Stück nach oben. Nichtsdestotrotz, diese Seitwärtsphase, die wir hier oben haben, ne, wir sehen es hier, die ist weiter vorhanden. An dem Bild dieser seitwärts laufenden Kurse hat sich noch nichts geändert und man muss wirklich auch dazu sagen, dass das Thema der Berichtssaison wahrscheinlich auch einen Einfluss haben wird, wie es weitergeht. Ja, ich hatte ja dazu schon ein paar Worte gesagt. Intensiv besprechen wir auch mal die Planung der Berichtssaison am Freitag noch einmal. Wenn wir mal schauen, wenn die US-Banken beispielsweise durch sind, die haben ja diese Woche Hochkonjunktur sozusagen. Da haben wir wichtige Player. Gestern haben wir beispielsweise die Citigroup und JP Morgan gesehen und die haben natürlich auch Einfluss aufs Gesamtgeschehen. Und was wir dort sehen, was wir in den Zwischenzeilen hören, ist halt auch das Thema Finanzmarktkrise, Liquiditätsengpässe und. Das Ganze besprechen wir, wie schon gesagt, am Freitag mal etwas intensiver. Wir kommen jetzt zurück entsprechend zu den Aktien beziehungsweise nicht den Aktienindizes, den DAX, den haben wir jetzt schon kurz angesprochen. Wer sich den DAX anschaut und aktuell mal schauen will, wo es denn hingeht, an Gap-Tagen ist das immer so ein bisschen tricky, das Ganze zu besprechen. Gaps hin, Gaps her, die sind normal im Trendverlauf auch mit drinnen. Und wer sich so einen Chart hier im Linienchart anschaut, der wird auch so, was Gaps ist. Gar nicht, aber Gaps gibt es ja wohl. Wir sehen es hier, deswegen gucken wir in den Kerzencharts rein. Wir sehen es hier oben. Hohes Niveau, was wir aktuell haben. Was wir sehen hier an dieser Stelle sind wichtige Marke. Und zwar schaut es euch mal an. Ich ziehe mal kurz diese Marke hier, die 12.800-Punkte-Marke. Das ist so der Bereich so ein bisschen, auf den es hier entsprechend auch ankommt. Das heißt, an diesem Punkt sollten wir mal schauen, was passiert denn hier unten in diesem Bereich, ne? Also ich ziehe mal ganz kurz hier diese Linie runter. Das war das Low, was wir hier unten drunter gesehen haben. Wir sehen jetzt hier oben im Kleinen leicht fallende Hochs und wir sehen abfallende Tiefs. Das ist ein Indiz dafür, dass der Markt nach unten möchte. Interessant zu sehen ist, was passiert unten. Hier schaut mal, da war sozusagen der Schlusskurs hier für das Gap, beziehungsweise man ist ja noch ein bisschen runtergegangen, aber ich sage mal so, wenn man ein sauberes Gap-Close haben will, dann hat man halt die Marke einmal hier oben um die 12.800-Punkte-Marke. Das wäre dieser Bereich hier. Beziehungsweise je nachdem, wo man den Gap Close für sich persönlich auch festlegt, trendtechnisch an sich, ist hier auch Luft unten rein bis 12.771 Punkte. Sehen wir auch schön, wenn wir uns den 5-Minuten-Chart mal anschauen. Ich raff den mal kurz etwas zusammen. Also wir sehen hier, der Trendverlauf, der kam ja von unten raus. Hier sehen wir das und das, was wir hier entsprechend sehen, ist ja einfach, um das mal so zu sagen, nur sozusagen der Verlauf des Aufwärtstrends zur Oberseite hin und dadurch ist halt hier noch eine Kurslücke entstanden. Aber ansonsten hier unten sozusagen da oben um die 12.800 haben wir den Ausbruchbereich, den korrektiven Bereich hier unten am Zwischenlow, den haben wir unten stehen. Na, jetzt komm mal mit, liebe Linie, hier unten stehen um dieses Level hier, naja, hier unten bei 12.742, 43 in etwa dieses Ausbruchslevel hier.
Ja, und das, was wir jetzt hier momentan sehen, ist, wenn man das mal so konstatieren möchte, wenn wir den 5-Minuten-Chart im kurzfristigen mal ganz kurz fertig zeichnen wollen, schaut mal, hier oben hat man das Hoch oben reingelaufen und was dann entsprechend jetzt passiert ist, man sieht es schon, der Markt muss hier noch ein bisschen Entscheidung finden. Wir sind im Kleinstbereich halt mal unter das Zwischentief runtergelaufen, trendieren jetzt also so ein bisschen runter und im kurzfristigen Bereich sollten wir tatsächlich unter die 12.800 und hier unten im Tief 4 fallen, dann haben wir hier unten einen kleinen Abwärtstrend laufen, der dann durchaus erst einmal die 12.700 und ein paar eine 40-Punkte-Marke anlaufen kann im Kleinstbereich. Potenzial ist natürlich immer noch da, wenn wir mal beispielsweise zurückschauen in die Stunde, dieser Seitwärtsbereich, den wir haben momentan und den man auch nicht vom Tisch wischen kann, der ist natürlich weiterhin da. Wir sehen es hier oben, Deckel ist ungefähr bei 12.900 Punkten, unten der Auffangbereich um die 12.500. Dieses breite Schwankungslevel haben wir momentan und das ist das, der Markt, in dem wir uns momentan befinden und mit dem müssen wir irgendwie zurechtkommen. Wie schon gesagt, die kleinen Punkte sind da. Ich habe es gerade avisiert im 5-Minuten-Chart, was hier vor uns liegen kann. Ansonsten, wie schon gesagt, wenn wir oben drüber fliegen und tatsächlich der Markt so, sage ich mal, agil nach oben geht, dann müssen wir im Tageschart einfach schauen, wenn wir diesen Kaufbereich oder alten Verkaufbereich um die 13.000 Punkte Marke, also 12.9 bis 13, wenn wir diesen Bereich deutlich mit Dynamik überschreiten, dann geht es hier Richtung Allzeithoch oben raus. Ausschließen möchte ich das mal nicht, deswegen schauen wir einfach auf den Markt, was hier an dieser Stelle los ist. Also das zum DAX und damit gehen wir zu den Währungen. Ich starte mal hier mit Neuseeland-Dollar, Kan-Dollar. Kan-Dollar hatten wir ja diese Woche schon ein paar Mal und im Kan-Dollar haben wir hier eine relativ interessante Situation, wenn wir mal eben in den 4-Stunden-Chart reinschauen. Wir sehen den 4-Stunden-Chart oben mit einem richtig dicken Widerstand um die Marke von über den Daumen 0,8915. Schaut euch das Ganze mal auf Tagesbasis an, wo wir da verortet sind. Das ist ein Verkaufslevel, was wir auch in den größeren Zeiteinheiten sehen. Und wenn wir uns das Ganze mal eben noch auf der Woche anschauen, dann sehen wir halt, der Markt kam hier stark von oben runter. Und dieser Bereich, wo wir jetzt verharren, das war halt auch auf Wochenbasis ein ziemlich starker Verkaufsbereich. Und deswegen ist das ein Widerstand, der durchaus Beachtung am Markt mitfindet. Und das sehen wir auch, dass wir uns nicht so richtig von oben lösen können. Ja, heißt also, ich muss nochmal kurz in den Tageschart zurück. Wir müssen mal kurz die Oberseite beleuchten. Wenn wir uns von dem Punkt, wo wir uns aktuell befinden, tatsächlich nach oben fortsetzen können, dann haben wir natürlich die Chance, erstmal ins nächsthöhere Level reinzulaufen. Wir haben es gerade gesehen in der Chart-Historie hinten, 0,89,8 sind hier die Marker, die wir als nächstes auf der Uhr haben, wenn es tatsächlich zur Fortsetzung dieses kleinen Aufwärtstrends hier kommt. Also wenn wir oben drüber laufen über die 0,89,48, das ist das, was wir auf der Oberseite haben. Die Gefahr zur Unterseite ist allerdings nicht von der Hand zu weisen. Ja, obwohl wir diesen Test, dieses Schwinglevels hier um die 0,887 gut bestanden haben. Wir sind kurz drunter gelupft und haben dann direkt wieder nach oben gekauft und jetzt setzt sich das Ganze nach oben fort. Die Kuh ist hier noch nicht vom Eis. Heißt an dieser Stelle, wir müssen wirklich drüber laufen. Hier, ich mache euch mal ganz kurz den Lower Timeframe rein. Wartet mal kurz. Das Tool arbeitet gerade im Hintergrund. So, passt mal auf. Also das, was ihr hier jetzt gesehen habt, ist mal das übergeordnete Bild. Aktuell weiterhin die Aktion eher weiter zur Oberseite hingelaufen. So, jetzt schaue ich mal kurz, ob ich den Lower reinbekomme. Im kleineren Zeitrahmen sehen wir hier, das ist wirklich der kleine Zeitrahmen. Ja, also bitte nicht überbewerten. Nur die ersten Indizien sind da, wo man einfach aufpassen muss, was passiert. Und da sehen wir, dass dieser Bereich hier um die 0,8915 sehr, sehr wichtig ist. Und wie schon gesagt, ich hatte es gesagt, wenn dieser Bereich hier unten, den wir hier sehen, wartet mal, ich zoome es mal kurz ein bisschen näher ran und mache das Bild mal ein bisschen größer hier. Dankeschön. Wenn wir das jetzt so sehen, schaut mal, die 0,8871 in etwa, oder 7, also bitteschön, nicht auf die letzte Kommastelle nach festlegen. Dieser Drehbereich hier, den ich mit diesem grünen Band sozusagen festgelegt habe, das ist schon ein valider Kaufbereich. Da gibt es keine Diskussionen. Ne? Und wir haben ja auch gesehen, der Test hat hier drüben für Käufe gesorgt, der hat hier für Käufe gesorgt, der hat hier schon wieder für Käufe gesorgt. Also momentan ist dieses Kauflevel absolut interessant und absolut vorhanden und die Potenziale zur Oberseite sind definitiv da. Aber, und jetzt das große Aber, sollten wir hier
diese Abwärtsphase, die im Kleinen schon läuft, tatsächlich nach unten ausbauen, das heißt nicht die Kraft finden, hier über diesen Widerstand drüber zu kommen, dann wäre hier die Voraussetzung für einen sauberen Abprall auch gegeben. Ne? Abprall heißt Abprall vom Widerstand, wir laufen hier unter das kleine Zwischentief drunter, ich ziehe mal noch eine zweite Linie dran, also der Spike, der Peak hier unten rein, ging ja in die 0,88,6, das heißt etwas unter diesem Bereich auch drunter. Nächster Anlaufpunkt zur Unterseite, wenn wir wirklich von oben rumdrehen, wäre also dieser Bereich hier unten 0,88,7, 0,88,6 und darunter haben wir dann Anlaufbereiche. Etwas ganz nahes hier, dieser Spike-Low um die 0,88,5 und danach haben wir schon die Unterseite liegen. Da muss ich jetzt allerdings mal kurz zurück in den Tag gehen. Also das heißt, wenn wir hier drunter laufen, dann haben wir hier als nächstes diesen Kaufbereich hier, als sich das Ganze hier oben fortgesetzt hat, um die 0,88,2, die Marker auf dem Chart im Neuseeland-Dollar-Kandollar auf der Unterseite hier an dieser Stelle mit Blick in die diversen Zeiteinheiten. Und ich will hier an dieser Stelle nochmal ganz kurz in die Untergeordnete gehen, um zu schauen, was hier los ist, weil wir sehen ja, momentan haben wir hier den Abwärtstrend am Laufen, der korrigiert und wie ich schon gesagt, wir wissen ja inzwischen, wenn wir hier über das Zwischenhoch drüber gehen, also hier oben über diesen Bereich 0,89,3 in etwa, ist dieser Trend gebrochen. Schaut man sich das Ganze mal auf der unteren Zeitebene an, hier an dieser Stelle, dann sehen wir, was ich damit meine. Die Abwärtsdynamik ist erst schon einmal rausgenommen und wenn sich das Ganze fortsetzt, hier, da trendet der Markt halt schön nach oben. Wartet, hier, ich mache es mal so, hier sehen wir es, schön der Aufwärtstrend auch da. Das heißt, wir haben hier unten wirklich ein Low gefunden, der Markt ist hier über das Zwischenlevel drüber gelaufen und trendet jetzt nach oben. Und diese Trendfortsetzung ist genau das Indiz dafür, dass wir durchaus weiter nach oben laufen können. Aber solange, wie das, was wir auf Stundenbasis sehen, also wer jetzt die Stunde bzw. die 4 Stunden als Richtungsgeber nutzt, muss halt so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass das wirklich erst rausgenommen wird, wenn wir die oberen Bereiche wegnehmen und das Ganze hier unten drunter haben. Aber im kurzfristigen Bereich, wie ich schon gesagt, schaut es bullisch aus und wenn wir hier die Trendfortsetzung auch bekommen, haben wir gute Chancen, deutlich weiter nach oben anzusteigen. Hier, ja, machen wir das Ganze im Neuseeland-Dollar-Kandollar. Dann gehe ich auf die Währungsseite noch, auf das Währungspaar Euro-US-Dollar an. Auch das hatten wir gestern schon mal kurz in der Besprechung hier an diesem Punkt mit der Frage, schaffen wir denn die 1,14 gestern hier? Und wir haben es geschafft, wenn wir uns den Tag gestern mal anschauen. Das Tageshoch war bei 1,14,088 hier in diesem Chart. Also, wir haben es geschafft, wir sind durchgelaufen, oben rein, wenn wir uns das Ganze mal auf Stundenbasis anschauen wollen, hier in der Nacht haben wir es dann geschafft, beziehungsweise die 1,14 haben wir schon ein bisschen eher gewuppt, aber wir sind halt schön oben drüber gelaufen, hier die ersten Marker haben wir gepackt gestern um die Zeit um 18 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr hier in diesem Drehraum, da sind wir wirklich schön drüber gelaufen, haben es bekommen, der Markt trendet weiter schön nach oben, sehen wir auch schön hier, wenn wir auch uns den kleinen Zeitrahmen mal anschauen, sehen wir es schön hier, die Bewegungen und die Korrekturen nach oben schön laufen. Schön zu sehen, was hier passiert. Jetzt müssen wir an diesem Punkt überlegen, wie können wir denn weitergehen. Und ich hatte ja schon das ein oder andere Mal das Long-Szenario hier auf den Tisch gelegt. Und beim Euro dürfen wir jetzt eins nicht vergessen. Gerade in Zeiten der Corona-Krise haben wir möglicherweise jetzt eine Situation, wo sich die europäische Wirtschaft besser entwickelt als die US-Wirtschaft. Warum? Weil wir einfach nicht so stark von der Corona-Pandemie betroffen sind in Europa, wie es die USA ist. Und das stärkt halt einfach mal so den Euro. Punkt. Also einfach mal so, es stärkt den Euro. Und deswegen sehen wir jetzt hier den Punkt nach oben. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, ich gehe jetzt mal kurz mit Absicht auf den Monatschart. Ne? Wir haben mittlerweile Luft, dadurch, dass wir diese unteren Level rausgenommen haben, durchaus mal locker bis in den Bereich rein hier, um den Schwungbereich 1,15,7 bzw. hier knapp unter 1,15. Das im kurzfristigen Bereich, also im relativ nahen Bereich, mittelfristig haben wir hier oben ein Verkaufslevel um 1,18 und dann ist der Weg schon offen bis oben hin hier über die 1,2526. Also das ist jetzt Traumland, ja, wenn man das Ganze mal so sieht. Von der Seite her ist es wirklich ein sehr, sehr weiter Zeitrahmen. Aber wenn wir jetzt tatsächlich in Europa besser aus der Krise rauskommen, haben wir durchaus die Chance, hier einen deutlich steigenden Euro zu sehen. Und das Ganze muss man als Trader auch auf der Uhr haben. Also bitte diese Szenarien zur Shortseite nicht komplett vom Tisch wischen, aber auch nicht blindlings sagen, der Euro ist jetzt so weit gestiegen. Der muss ja wieder fallen. Wir haben ja jetzt viel Potenzial, um, weiß ich nicht, keine Ahnung, die Jahrestiefs zu testen oder Parität anzugehen. Das sind ja Worte, die man immer mal von dem einen oder anderen Trader hört.
Ja, man hört sie, aber ob das kommt, der Markt spielt momentan einfach das andere Bild. Das heißt, wer hier mittelfristig auf der Short-Seite unterwegs ist, läuft einfach gegen den aktuellen Trend und der ist definitiv aufwärts gerichtet. Kurzfristig kommt es jetzt wirklich drauf an, was passiert hier oben? Finden wir über der 14,22 weitere Käufer? Ist der Weg nach oben offen? Da muss ich jetzt erstmal gar nicht in die kleineren Zeiteinheiten reingehen, sondern da machen wir jetzt mit Absicht mal das kleine Bild hier, beziehungsweise das Bild in dem Tageschart an. Finden Sie hier oben Käufer, ist das nächste Ziel ganz schnell ausgemacht. Trendfortsetzung hier Richtung Jahreshoch um die Marke von 1,1495. Die Marke haben wir oben liegen, das Ganze haben wir hier und jetzt schauen wir mal in die kleineren Zeiteinheiten. Da gehen wir jetzt mal in die Stunde rein. Und wir sehen hier schön den Markt nach oben trenden. Also alles gut, alles schick an dieser Stelle. Und wenn wir hier schön die Trendfortsetzung oben rausbekommen, dann sehen wir es. Für den Fall eines kleinen Abpralls, ne, dann können wir uns natürlich die tieferen Zeitebenen oder beziehungsweise die tieferen Swinglows mal rausschauen. Hier, guckt euch das mal an. Aktuell haben wir hier das heutige Tagestief bei um 1,1390. Wir haben das kleine Zwischentief hier im Aufwärtstrend der Stunde um die 1,1387. Also das ist mal ein schöner Auffang. Bereich. Sollte es da etwas tiefer in die Korrektur gehen, ganz klar, was hilft uns da? Da hilft uns natürlich auch der Blick in die Charthistorie hier, das Ausbruchlevel auf Tagesbasis definitiv mal um die 1,1371 hier oben. Diese Marke definitiv auch da und dann natürlich hier die 13,5. Das sind die Marker, die wir unten drunter sehen, wo wir schön nach oben rausgelaufen sind und das sind jetzt durchaus im Falle einer Korrektur gute Drehmöglichkeiten im Sinne der aktuellen Aufwärtsbewegung, die wir hier im Euro sehen und das Ganze hier mit Blick in den Stundenchart. Vorher hatten wir den Tag, wo wir auch sehen, schöne Aufwärtsrichtung ist entsprechend da und das Ganze sollten wir uns hier mal ein bisschen zu Herzen nehmen, dass wir durchaus auch eine Veränderung in diesem Bereich auch haben. Und wenn ich das Ganze mal noch ein bisschen zusammenraffen darf, sehen wir es auch, dass wir nicht mehr diesen einfachen Weg nach unten haben, sondern dass hier Unruhe reingekommen ist und der Markt aus dieser Unruhe heraus jetzt erst einmal die Oberseite sucht. Und wie schon gesagt, Trendfortsetzung wird uns erstmal mit guter Wahrscheinlichkeit hier in die 1,1495 führen. Und dort wird es dann sehr, sehr spannend. Da hatten wir ja das Hoch auf Jahresbasis, also in diesem Jahr. Und wenn wir da drüber laufen, das wäre dann ein sehr, sehr starkes Zeichen. Und das zeigt uns, wo dann auf der Oberseite die Reise hingeht. Das wäre das. Und damit blicken wir jetzt in die Rohstoffe rein. Das heißt hier auf den Goldpreis an dieser Stelle. Und der Goldpreis ist wirklich interessant. In der Stunde sehen wir hier einen Abwärtstrend. Das ist die Korrektur auf Tag. Wenn wir uns den Tag mal eben anschauen, dann sehen wir es hier auf der Basis des Aufwärtstrends schwanken wir momentan in relativ hohem Bereich. Also das, was wir hier sehen, das ist mal der aktuell laufende Aufwärtstrend im Goldchart an dieser Stelle und mal etwas näher betrachtet. Wir sehen es, wir sind schön hochgelaufen. Jahreshoch haben wir hier oben geschrieben, um die Marke von 1.118 US-Dollar. Seitdem hier dieser Außenstab gibt mal die Bandbreite vor, oben drüber wäre Long-Fortsetzung des Aufwärtstrends. Kaufbereich haben wir unten als Support um die Marke von 1.789. Das ist mal so der Schwungbereich hier in etwa, den wir momentan auch vorherrschend haben und deswegen gucken wir uns das Ganze mal in der Stunde an und im Stundenchart sehen wir halt die Korrektur nach unten laufen. Wir sehen aber, die Korrektur ist halt immer wieder gesucht von Käufern auf der Unterseite und wenn man sich das ganze Bild mal im kleineren Zeitrahmen auch anschaut, dann sieht man hier, ich mache den größeren mal kurz raus, wir sehen es hier, schaut mal hier. Hier ging der erste Schub nach unten, der wurde hier schon mal rausgenommen. Also es gab hier ein höheres Hoch, dann nochmal kurz ein tieferes Tief. Also dieses Hin und Her ist da und das ist ein ganz normales Verhalten, wenn wir den Markt auf so einer Seitwärtsphase laufen haben. Und da sehen wir halt das hohe Niveau im Goldpreis. Und es würde mich durchaus nicht wundern, wenn wir diese Situation, wie wir sie jetzt hier gerade haben, weiter zur Oberseite suchen. Ich meine, wer sich hier in der Overnight Range beispielsweise einzieht, der wird jetzt sagen, okay, die ist nach unten verlassen. Wir haben weiteres Abwärtspotenzial und das ist ganz klar, das haben wir da, ja, also wenn sich das Ganze hier unter diese Bruchkerze fortsetzt, um die 1805 dort unten drunter,
dann haben wir schon ein bisschen was an Potenzial, was wir zur Unterseite mit reinnehmen können. Interessanter Bereich wäre hier unten die Marke um die 1802 US-Dollar. Das wäre mal dieser Ausbruchsbereich, zu sehen, was dort passiert. Aber im mittelfristigen Bild haben wir hier einen Aufwärtstrend, der durchaus das Potenzial hat, sich nach oben fortzusetzen. Und da muss ich jetzt nochmal kurz hier auf den höheren Zeitrahmen zurückgehen. Schaut mal, hier oben hatten wir das Zwischenhoch. Wenn wir hier über das Hoch drüber laufen, das war das Vortageshoch von gestern, ein bisschen über 1810 und hier oben haben wir die 1811 Punkte Marke liegen, US-Dollar Marke, und wenn wir das nach oben rausnehmen, zeigt uns das halt, der Markt will nach oben, und dann wird es spannend. Schaffen wir den Sprung über die 1813 Dollar, dann haben wir gute Chancen, aufs Jahreshoch rauszulaufen und den Aufwärtstrend nach oben hin fortzusetzen. Kurzfristig, wie schon gesagt, die Korrektur hat das Potenzial, weiter nach unten zu laufen. Erster Anlaufpunkt 1812. Nächster Anlaufpunkt hier unten, der Supportbereich ganz knapp um die 1789 bis 1790 US-Dollar für die Feinunze. Das mit Blick in das aktuelle Geschehen im Goldpreis. Und damit schauen wir mal noch rein, was wir hier noch sehen. Auch liebe guten Morgen Grüße. Martin schaut uns auch über die Schulter hier an dieser Stelle. Guten Morgen, mein Lieber. Und der Martin wird übrigens auch meine Urlaubsvertretung übernehmen. Da heiße ich dich auch schon mal ganz herzlich willkommen. Ich hole den Martin vorher noch mal in einer Freitagsbesprechung rein, weil ich weiß, wir haben hier in unserer Community mittlerweile auch immer wieder neue Zuschauer, die den Martin an dieser Stelle vielleicht noch nicht genau kennen. Da werden wir noch mal ein paar Worte wechseln, was der Martin hier so veranstalten will während meines Urlaubs. Da freue ich mich auch schon drauf. Den habe ich im August, 3 Wochen. Der Sommer, der kommt nahe. Das dazu, kurzer Blick nach vorne. Und wir schauen jetzt auf den Wunschmarkt Euro-Japanischer Yen. Den schauen wir uns hier an. Euro-Japanische Yen. Ich hatte es ja gesagt, die Notenbank hat nichts weiter gemacht. Die Zinsen sind gleich geblieben und auch die Pressekonferenz hat jetzt keine starken Bewegungen gebracht. Das sieht man auch, wenn man mal kurz drauf schaut auf den Future, auf den japanischen Yen sozusagen. Ich zeige euch das mal kurz. Wie immer einfach mal kurz im Finnwitz auf den Future geschaut. Kurzen Augenblick, ich bereite es mal kurz auf dem anderen Monitor vor. So, wo haben wir es hier? Die Währungen, Currencies im Future-Bereich, und da sehen wir es hier. Da haben wir ihn drinnen liegen, und zwar hier an dieser Stelle im Bereich. Hier haben wir es mal da. Schaut mal hier, das ist entsprechend der Future in diesem Bereich, und wir sehen es hier auf Tagesbasis. Da ist nichts passiert. Ne? Wartet, ich zoome es euch mal kurz ein bisschen größer. Die Werbung hier kann weg. So, schaut, das Ganze hier, da ist nichts gekommen. Also keine Veränderung, ja, also hatte jetzt in dieser Stelle keinen Impact, deswegen ist da nichts passiert. Und jetzt der Blick auf die Vormittagsfrage ist hier gekommen für die nächsten Stunden im Währungspaar Euro-Japanischer Yen. So, jetzt muss ich nur kurz gucken, wo er ist, da oben, hier, da haben wir es. Also, Euro-Japanischer Yen. Sieht bullisch aus, muss ich wirklich sagen. Hier im 4-Stunden-Chart, wir sehen es, wir haben einen wichtigen Bereich rausgenommen. Wir sind nach dem kurzen Verharren unter diesem Widerstandslevel hier drüben, der Verkaufsbereich bei 122, sind wir drüber gegangen, und wir halten uns momentan oben drüber. Und das ist in aller Regel doch ein bullisches Zeichen. Und das ist sehr, sehr interessant, was hier passiert. Wartet mal, ich mache mal ganz kurz, zumindest mal farblich wenigstens, aus diesem Widerstand eine Unterstützung. Und zwar die 122, die sind nach oben gewuppt worden, und das ist jetzt natürlich ein guter Unterstützungsbereich. Wenn wir uns das Ganze mal eben noch auf Tagesbasis anschauen wollen, hier an dieser Stelle, wir sehen es, der Trend läuft nach oben raus, wir sind über diese Linie drüber, und wenn es übers Tageshoch drüber geht, das wäre dann wirklich der Marker, hier die Oberseite weiter Richtung 124, 4 zu spielen. Rafft man das Bild mal noch ein bisschen weiter zusammen, wie ich es gerade gesehen habe, sehen wir auch, was wir auf der Oberseite am Potenzial haben. Das heißt, wir haben durchaus Potenzial, dadurch, dass wir jetzt hier auch einen wichtigen Bereich hinter uns lassen können, auf Anstiege, wie schon gesagt, 124,30, das wäre hier oben dieses Zwischenhoch, dann hätten wir auch im größeren Bereich einen sehr, sehr starken Aufwärtstrend, der dann deutlich Potenzial zur Oberseite hat. Und das ist das, was wir hier gerade sehen. Und wenn wir uns mal den Wochenchart anschauen wollen, dann sehen wir es halt auch im Wochenchart, kommt der Markt hier von oben nach unten, und den Bereich, den wir hier gerade am Anlaufen haben, das heißt hier an dieser Stelle, dieses Level, wo diese vielen Linien drin liegen, das ist ein wichtiger Verkaufsbereich. Und wenn der tatsächlich nach oben rausgenommen wird, dann heißt das, dass dort keine Verkäufer mehr aktiv sind, sondern eher die Kaufseite reinkommt. Das ist ein Zeichen vom Markt. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal im kurzfristigen Bild an.
Und da haben wir hier seit dem Test unten um die Marke von 1,20 halt schön diesen dynamischen Aufwärtstrend auch laufen. Und der hat durchaus Potenzial. Also ich sage mal so, kurzfristig, solange wie wir nicht unter diesen Supportbereich hier unten um die 122 zurückfallen, ja, da haben wir ja auch einen kleinen Punkt hier unten drunter. Schaut euch das mal an hier, das Zwischentief um die 122,06. Das ist ja schon mal ein erster Test gewesen. Solange wie wir diesen Bereich nicht unten rausnehmen, haben wir gute Chancen, ober drüben zu laufen. Also wenn wir tatsächlich jetzt am Vormittag hier oben drüber raufgehen, über die 122,5, haben wir gute Chancen, weiter nach oben zu laufen. Brechen wir allerdings hier unten drunter durch, ja, dann haben wir die Situation wie immer, dann haben wir eine Korrektur und die Korrektur kann aus technischer Sicht ja deutlich ausfallen. Also theoretisch könnte sie auf diese 120,25 unten reingehen. Ob es weit kommt, das muss ich erst mal zeigen. Ja, wenn der Markt wirklich schön stark bleibt, bleibt er auch hier oben drüber stehen. Aber Anlaufpunkte haben wir natürlich. Das wäre zum einen mal ein wichtiger Bereich hier, der Bruch oben drüber hier, die 121,96, das wäre ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Beziehungsweise, was man auch noch mit rannehmen könnte hier, der Ausbruch aus dieser Flaggenformation hier oben um die 121,77 in etwa. Das sind die Marker, die wir unten drunter haben, sollte es tatsächlich einen deutlichen Rutsch zur Unterseite hier entsprechend geben. Und das wird sich dann zeigen, wie es reinkommt, was passiert. Wir haben das Ganze ja gesehen, manchmal braucht der Markt auch etwas Zeit. Ich will das mal kurz zeigen an einem anderen Währungspaar. Hier hatten wir ja eine schöne Trading Opportunity im Australdollar, kanadischen Dollar hier an dieser Stelle. Das war auch ein Trade im Portfolio, beziehungsweise dieser Trade im Portfolio läuft auch noch. Und da, der Martin und ich, wir haben da auch drüber nachgegrübelt. Meine Güte, Mann, was passiert denn hier? Warum kommt der Markt nicht oben raus? Aber wir haben es halt einfach gesehen, Leute. Und das ist halt das, wo man einfach sieht, schaut euch mal diesen Chart an, der sieht so ähnlich aus, was wir im Euro-japanischen Yen gerade auch sehen. Hier über einen wichtigen Widerstandsbereich drüber gelaufen und dann eine gefühlte halbe Ewigkeit oben liegen geblieben. Immer unten angetestet, immer unten angetestet, immer unten angetestet, aber nicht abverkauft, ja. Und das ist ein Zeichen, da muss man als Händler einfach mal geduldig sein, ja. Das andere Wort sage ich jetzt mal nicht, was man da braucht. Abwarten. Ganz in Ruhe den Markt konstatieren und sich wirklich überlegen, was ist jetzt hier los? Ist das technische Bild noch in Ordnung? Und dann haben wir die Chancen zur Oberseite und die können wir auch nutzen. Und das führt dann dazu, ja, dass man halt manchmal ein bisschen Geduld braucht. Und das ist ein ähnliches Bild wie das, was wir hier an dieser Stelle durchaus auch im Euro-Yen sehen können auf der Oberseite. Also das bleibt wirklich sehr, sehr interessant hier im Euro-Yen und die Oberseite ist weiterhin definitiv ein fragbares Szenario. Ja? Schön zur Oberseite hin. Jo, ich hoffe, es hat gepasst soweit. Weitere Fragen sehe ich jetzt hier nicht. Zoom, da haben wir auch keine Fragen zu den Währungen oder Rohstoffen wie Öl oder Gold, also im Portfolio, was wir hier bei Tickmill traden können. Das heißt, an dieser Stelle sage ich ein herzliches Dankeschön für das Zuschauen, auch die wachsende Community. Danke, dass hier jeden Morgen auch die Leute wieder zuschauen und die Videos immer mehr, ja, sage ich mal, Traderinnen und Trader auch sehen. Von der Seite her bitte weiterempfehlen, gebt ein Like, Däumchen hoch, da freue ich mich immer riesig drüber und es kostet nichts. Das passt dann und damit sage ich Tschüss, bis morgen, allen gute Trades. 8:30 Uhr sehen wir uns hier wieder live an den Monitoren. Ich freue mich drauf und sage Bye-bye und Tschüss.